So, es ist mal wieder früh morgens. Ich habe einiges auf meinem Einkaufszettel. Vor allem brauche ich schöne Rosen. Wir haben nämlich für ein Konzert eine Bestellung und die wollen gerne so richtig schöne Rosen und die sollen den Schülern, die musizieren, überreicht werden. Ja, und dazu fahren wir jetzt mal zum Großmarkt, weil wir brauchen jetzt natürlich die schönste Ware und die schönsten Köpfe. Kommt mal mit. Zurück von der Rosenjagd im Laden und Valentinstag ist vorbei. Wir haben noch einen von diesen wunderschönen geflochtenen Kränzen. Der andere ist schon unterwegs zu einer ganz lieben YouTube-Zuguckerin. Ganz lieben Dank und viele Grüße, liebe Kerstin. So, und jetzt ist mal hier, sehen wir unsere wunderschönen, auch nach Valentin gibt es noch so schöne Rosen, die kommen aus Ecuador. Die sind ein Traum, aber ansonsten gibt es jetzt richtig viel, was an ja, Frühling und Ostern. Bin ja mit Ostern ein bisschen verhalten. Ich zeige nicht in jedem Video schon Österliches, aber so manchmal finde ich es dann doch toll. Und hier ist was richtig Schönes. Das sind nämlich die französischen Tulpen. Man sieht auch, wie lang die sind, ja, ganz toll. Und die haben riesen Köpfe. Ich muss mal immer meine Hand mal dran halten, um zu zeigen, guck mal, jetzt ist es mein Daumen daneben. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Und wenn man die Hand neben die hier hält, da sieht man, dass die viel kleiner und viel kürzer sind. Ja, und nicht nur die französischen Tulpen und die vielen schönen Frühlingsblüher sind hier zu sehen. Die sind übrigens auch ganz toll, sondern wir haben auch ein komplettes Umstyling von unserem Schaufenster gemacht, weil Valentin musste ja raus. Und es gibt hier schöne Videoideen, da werde ich euch bestimmt noch Sachen zeigen. Und wir haben hier richtig ganz tolle, ja, frische Sachen reingemacht. Wir haben in Gelb-Weiß und der Knaller, den muss ich euch jetzt mal zeigen, indem ich den Vorhang hier wegnehme. Also wir haben hier gelbe Papageientulpen und hier drin ist es ja richtig kalt, ja. Wir haben hier 12 Grad, also wir tragen immer Ugg-Boots und sind immer hier richtig dick gekleidet. Und diese Tulpen, also jeder, der von draußen guckt, der sagt, boah, was sind das für Tulpen? Und ich liebe sie und ich brauche tatsächlich immer so einen, ja, ich sag fast einen Eimer. Nein, es ist kein Eimer, es ist eine wunderschöne Vase, in der die Tulpen sind. Die erinnert fast an einen Pokal. Ja, so elegant mit diesem Fuß. Und das ist jetzt so ein richtiger Hingucker. Und nicht nur das Schaufenster haben wir neu gemacht mit diesen hübschen Hasen. Die diese Hasenköpfe, da schicke ich euch nochmal den Bestelllink, den zeige ich euch nochmal. Der ist bei Floristik24. Sondern auch unsere Theke, da haben wir alles neu gemacht. Also hier, das ist jetzt auch was sehr Spezielles und Tolles für Ostern. Das ist ein Korb mit Hühnern, der ist aus Metall und hat hier diese hübschen Hühner. Den haben wir auch ein bisschen verziert mit Moos, mit Zweigen, haben ein Straußenei reingelegt, haben in der passenden Farbe auch die Kerzen dran gemacht und haben hier diese süßen Wachteleier mit Federchen dran gehängt, sodass also so kleine Spielereien sind. Das ist hier so eine wunderschöne Tischdeko, eine österliche. Gibt es natürlich auch per Post, wie so vieles bei mir. Und ich denke, das wäre so richtig toll für den Ostertisch. Lassen sich natürlich auch Süßigkeiten mit reinmachen. Ja, dann haben wir auch Straußeneier. Wir haben dieses schöne Floristik24 Magazin, wo ich natürlich wieder das Aktuelle habe. Und da gibt es zu jedem
Ja, zu jeder Bestellung, die ihr bei mir macht, gibt es das aktuelle Floristik 24 Magazin. Dann gibt es natürlich Straußeneier im Nest und Frühlingsblüher, die wir schön ausdekoriert haben, die auch fleißig von unseren Kunden genommen werden. Und dann haben wir noch hier so ein wunderschönes Tablett. Da muss ich auch mal gucken, ob ich den Bestelllink finde ja, bei Floristik 24. Dieses wunderschöne Tablett, das man auch so schön frühlingsmäßig ausdekorieren kann, ein bisschen Heu, ein paar Eier rein. Das ist also zu allen Jahreszeiten ein Traum. Und naja, aber jetzt gehen wir dann mal in den Arbeitsbereich, weil da wartet auch schon das Videoprojekt. Und im Moment stehen jetzt nur, steht noch, sind die Tulpen hier im Papier, weil wir packen die immer so schön ein ins Papier, damit die nicht krumm werden. Und ich habe mein China-Schilf geschnitten. Und das ist jetzt so, ja, so sieht er also aus. Und ich freue mich drauf, euch mit diesem tollen China-Schilf was Schönes zu zeigen. Aber ich ziehe jetzt dann erstmal meine Handschuhe an und versuche mal, die weichen und die harten Teile ein bisschen zu trennen. Und das sind so richtig langfasrige, tolle Blätter. Und damit und mit diesen schönen gelben Tulpen, da gibt's gleich das Video. So, ich habe mich jetzt hier eine Weile vergnügt und habe versucht, also aus diesem ganzen, ja, da gibt es hier auch so diese festen Stücke, ja, und habe versucht, also viele feste Stücke rauszuschneiden aus meinem China-Schilf und alle werde ich wohl nicht rausbekommen und habe das jetzt mal so vor mir auf den Tisch gelegt. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ich mache oft keine Generalprobe und ich mache einfach. Ich habe versucht, Ideen zu entwickeln, die ich euch im Video zeige. Und manchmal sind es dann auch Experimente. Also ich habe hier meine Tulpen. Die sind natürlich auch schon, das sind schon echte, keine Tülpchen, das sind richtige Tulpen. Und ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass sich die Qualität von Tulpen nach dem Gewicht bemisst. Sprich, je mehr eine Tulpe wiegt, desto wertvoller ist sie. Und das sind jetzt natürlich Tulpen, die sind, also oft haben die ja so um die 30 Gramm. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt eine Tulpe, die hat wahrscheinlich 37 Gramm. Das ist schon ziemlich viel. Und wenn ihr dann also oft günstige Tulpen kauft, dann haben die nicht diese Gewichtsklasse. Ich liebe ja Tulpen mit festem, dicken Stiel. Oder natürlich auch welche, die sich dann so ergießen über den Tisch. Aber das finde ich ist schon echt klasse. Mein Gedanke ist jetzt, ich nehme meine Tulpen. Ah, schön sind die, oder? So, ich nehme meine Tulpen, lege die hier auf meinen China-Schilf drauf, habe mir einen Draht, der in Gelb, den habe ich mir jetzt schon hier bereitgestellt. Und immer bei dem Draht, was natürlich ganz wichtig ist, bevor ich den Draht verwende, ist, dass ich den so fixiere seitlich in dieser Rolle, die bei dem Draht ist. Und manchmal macht man das nicht und dann springt der so auf und dann ist der auch relativ schwer zu bändigen. So, jetzt habe ich meine Tulpen hier auf den Tisch gelegt. Nehmen also, so ein bisschen Sauerei machen ist das ja auch, ne? Nehmen meinen Chinaschilf und roll meine Tulpen im Grunde genommen in den Chinaschilf ein, sodass der relativ flächig entlang von den Tulpen geht. Ich möchte ihn natürlich unten ins Wasser stellen, dass es so ein, ja, das hat so ein bisschen eine Anmutung von einem Zepter. Und wenn ich das dann jetzt hier so in der Hand habe, ja, sieht noch ein bisschen lustig aus, dann schnappe ich mir meinen Draht und versuche schon mal, so. Manchmal spult er nicht so ab und versuche das Ganze zu bändigen, indem ich mit dem Draht um die Tulpen gehe. Ich mache das mit dem Draht nicht auf einer Höhe, sondern so, genau, das ist immer ein bisschen chaotisch, ist immer der Anfang von solchen Arbeiten. Vor allem mit China-Schilf. Das sieht immer aus, als ob ich das überhaupt nicht im Griff hätte. Und am Schluss kommt dann doch was ganz Tolles raus. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich zeige euch auch noch mal nebenbei nachher noch einen Türkranz aus China-Schilf. Und da könnt ihr mal sagen, ob ihr sowas mal gern sehen wollt.
Also ich versuche, das Ganze einzuwickeln. So. Und wickel mit meinem Draht hier großzügig einmal drumherum. Und wenn immer was rausspringt, wie hier seitlich, dann nehme ich das einfach und biege es nochmal nach unten und wickel es einfach mit rein. Und das dann, ja, mein Ziel ist, so einen nestigen Charakter diesem Tulpenbündel zu geben. Und ich glaube, jetzt habe ich dann auch schon bald gewonnen. So, muss das Ganze natürlich ein bisschen drehen, dass es von allen Seiten auch gut aussieht. Und was man auch alternativ nehmen könnte, ist zum Beispiel Wasserhyazinthe. Wasserhyazinthe ist ein sehr schönes Material und es gibt ja auch aus Wasserhyazinthe oft geflochtene Gefäße. Und das würde einen ähnlichen Look bringen, wie jetzt zum Beispiel der China-Schilf. Ihr könntet auch alternativ, also entweder wenn ihr schon so schönes Gras habt irgendwo, die Natur ist ja verrückt, ja, dann könnt ihr natürlich auch ein langes Gras nehmen. Oder was ihr auch machen könnt, ist ein langfasriges Heu. Damit geht es auch. Also ihr braucht irgendwie lange Fasern oder weiche Zweige zum Beispiel. Und alles, was jetzt hier absteht, spiele ich mal ein bisschen Friseur. Also entweder die Stücke, die hier so, ich glaube, habe zuerst überlegt, ob ich die stehen lasse, aber ich finde, das ist zu unorthodox. Ich muss mal ein bisschen schnibbeln und bringe das Ganze in Form. Ich finde es eigentlich so schon ganz witzig und die Tulpen, die wachsen ja auch weiter. Das hat eigentlich schon eine ganz lustige Erscheinung. So, ich brauche natürlich für das Ganze eine passende Vase, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Idee, weil meine Idee ist natürlich auch noch dazu. So, jetzt schneide ich die Tulpen mal unten auf eine Länge und ich hole mal kurz. So, ich brauche jetzt eine Vase, mache natürlich in meine Vase etwas Wasser rein. Ich brauche nicht viel Wasser, weil sonst wäre das Wasser an dem China-Schilf. Und Tulpen sind ja auch Blumen wie Callas zum Beispiel. Die kommen mit einem sehr niedrigen Wasserstand auch. Übrigens auch die Amaryllis interessanterweise. Und wenn ich die jetzt, wenn die jetzt alle im Wasser sind, was ich gleich mal kontrollieren werde, dann ist das perfekt. So, einmal kräftig aufstumpfen hilft natürlich auch immer mal, dass der Wasserstand, so dass die Tulpen alle eine Länge haben. Und ich habe jetzt hier die Vase genommen mit einem schmalen Hals. Selbst wenn die Vase nicht so einen schmalen Hals haben sollte, dann fände ich das auch gar nicht schlecht, dass dieses Bündel so ein bisschen schräg in der Vase ist und liegt. So, und jetzt kann ich auch meine Handschuhe wieder ausziehen, weil jetzt ist die Gefahr des Schneidens durch den China-Schilf gebannt. Und ich habe noch so eine Idee. Ich finde es jetzt, oh, das ist so richtig nestig, frühlingsmäßig. Das gefällt mir total gut. Und dann hatte ich noch so eine Idee. Und zwar, ich habe ein Bändchen genommen in Orange. Ja? Und mit diesem Band wollte ich jetzt einfach nochmal so eine schöne B-Note reinbringen. Und zwar, ich nehme das Band so, dass ich zweimal drumherum gehen kann. Und dass ich natürlich nochmal einen schönen Knoten machen kann. Und dieses Band mache ich einfach lässig um meine Tulpen drumherum. So. Und da ist ja die Farbe, die könnt ihr ja wählen, wie ihr wollt. Aber ich dachte jetzt, zu den Tulpen wäre so ein Orange ganz schön. Und kann man natürlich auch ein bisschen knalliger machen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und witzig fand ich jetzt, wenn dieses Band noch abschließt mit einem schönen Efeublatt. Und ich habe jetzt extra so einen Efeu gewählt, der so einen tollen Rand hat. Und je nachdem, wie die Länge ist von dem Band, muss ich jetzt noch mal ein bisschen was abschneiden. Das ist mir nämlich zu lang. Sonst ist mein Efeu zu weit unten. Und mein Gedanke ist, dass dieses Band so schön abschließt mit dem Efeu. Zuerst hatte ich darüber nachgedacht, das zu kleben, aber das mache ich nicht. Ich mache das anders. Und zwar, ich tackere den Efeu da dran an dieses Band.
Und dann habe ich, wenn ich das jetzt kleben würde, dann hätte ich nämlich so einen, ja, dann so eine Spur vom Heißkleber und dann verbrennt der Efeu ja an der Stelle. Und hier habe ich also noch so ein schönes Blättchen geholt. Und das ist jetzt einfach ein hübscher Abschluss für dieses Band. So, und schon hat dieses Tulpenzepter einen netten kleinen, diese Bänder haben ein schönes Ende. Ja, und das ist eigentlich schon für heute meine Tulpenidee. Bin mal gespannt, wie es euch gefällt und ob ihr auch so verliebt seid in diese wunderschönen Farben an Tulpen, die es gibt. Und es gibt noch ganz viele Ideen und es wird jetzt auch so langsam österlicher. Aber ich denke, das ist jetzt schon so nestig und österlich. Und ich zeige euch nochmal hier, beziehungsweise ich filme das nochmal. Seht ihr, wie schön dieser gelbe Draht, dieser goldgelbe Draht, wie schön der schimmert, wenn man das so anguckt. Und wie schön das natürlich ist, stimmig zu diesen gelben Tulpen. Und ja, das war meine heutige Tulpenidee. Ich bedanke mich fürs Zuschauen wie immer und schicke euch einen ganz lieben Gruß und freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Alles Liebe von eurer Margit. Macht's gut. Tschüss.